Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Wir sind mal wieder in der DTM von 1992 in unserem schönen BMW M3 Sport Evolution. Jo, es geht wieder los, endlich. Die nächste Strecke, also die kommende Strecke jetzt, wird Monza sein, wenn ich mich nicht verguckt habe. Jo, da ist sie auch. Monza, eine schöne Highspeed-Strecke. Da freue ich mich schon drauf. So, Punkte sehen auch sehr gut aus. Haben 19 Punkte Vorsprung. Sehr schön. Gut, springen wir sofort rein. So, springen wir gleich mal rein hier in die Quali. Setup. Zwei Laps, ja, jo. Lassen wir mal so wahrscheinlich schnell. So, gehen auch gleich mal raus. Mit als erstes. Scheiße. Push, push, push. Okay, Chris, you've got 9 minutes to get the job done. Reifen sind noch kalt, merkt man. Gehen wir das Ganze mal ruhig an hier. Ich muss noch richtig reinkommen, die Strecke. Das war auch zu schnell. Da waren wir ein bisschen zu weit rechts, würde ich sagen. Gebremst, glaube ich. Oh, geht hier los, die erste Runde. 2:30, 2:40 schaffen wir. Wenige Strecken, wo man wirklich mal den ersten Gang braucht. Diese Schikane hier. Da wollte er gerade ausbrechen.
2 Minuten. Auch offensichtlich gleich erst Platz gemacht, wenn ich es richtig sehe. Echte Scheißzeit, ey. Ja, ich hab irgendwie einen Verdacht, dass die KI hier nicht so stark ist auf der Runde wieder. Auf der Strecke, meine ich. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Very little fuel left. In this lap, box this lap, please, Chris. The guy behind has just done a 205.24. Position haben wir, da können wir in die Box fahren, mal auftanken. Hier jetzt mal die richtige Linie ziehen. Das war sie nicht. Jetzt kommen wir hier ein bisschen besser raus. Aber naja. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Sicher. Da war ich viel zu schnell. So, gut. Bisher hat sich noch keiner vor uns geschoben. Das Team ist noch sehr langsam mit plus 5 Sekunden. So. Gut. Ich würde sagen, das war's wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommen wird. So, Zeitinfos. Ja. Beenden wir den Durchgang mal. Gut. Boxen zur Voreinstellung. Das ist beim alten. Nehmen wir auch mal ein bisschen mehr Sprit. 10, volles Rohr. Und los geht's. Jo, wir sind auf Platz 1. Und los geht's. Wenn ich ein geiler Start war. War ein bisschen zu früh gebremst. So schön absitzen. Nice one, Chris. Good start. Ein Start war das, würde ich sagen. Thank you.
Oh, war schon mal besser hier in der Schikane. Wesentlich besser gekommen. Ach, dafür kriegen wir die Kurve scheiße hier. Schon ordentlich Vorsprung. Wie erwartet ist die KI hier wieder schlecht im ersten Rennen. Leider. Hatte schon ein bisschen gehofft, dass sich die adaptive KI ein bisschen schneller an meinen Fahrstil gewöhnt. Aber es ist wirklich immer pro Strecke und pro Autokombination ein bisschen schade. Macht das natürlich ein bisschen uninteressanter, auch für euch. Das ist nicht so ein spannendes Rennen. Na gut, Rennen 2 wird auf jeden Fall wieder spannender. Wie immer quasi. Das heißt, hier einfach durchhalten. Eingelenkt. War schon 12 Sekunden Vorsprung. Wahnsinn. So, Boxstoppfenster wird in 3 Minuten geöffnet. Also man hört auch den Spotter nicht, also ein sehr langweiliges Rennen, wenn man den Spotter nicht hört. Ja, es ist ja hier an Spannung nicht zu überbieten, würde ich sagen. Ja. Ich bin total versorgt jetzt. Leider. So, nächste Runde Boxenstopp also. Zeit wird auch besser.
Allen drei Sektoren sind wir schneller als die Nummer 2 hinter uns. Die Kurve ist noch so ein bisschen, also die Schikane, ein bisschen tricky, die kriege ich noch nicht so richtig hin. Aber ist ja auch völlig unerheblich. Eigentlich. Wir führen, glaube ich, so stark wie noch nie. Obwohl, ne, hatten wir glaube ich auch schon mal. 26 Sekunden. So. Dann Reifen und alles lassen wir so. Nehmen wir mal hier ein bisschen ordentlich Sprit mit. Ups, oh scheiße. Habe ich doch mal glatt hier meinen Boxenpunkt vergessen. Glatt vorbeigefahren. Na gut. Oh, hat nix. Zeit ohne Ende. Mehr lange. Ach, schön voll den Hirsch hier. 110 Liter. Los geht's. Letzten 10 Minuten. Nächstes Mal ein paar Gegner. Vor uns. Temperatures look good. Okay, Chris, don't think about the lap times. Just hit each and every apex. 10 minutes remaining. 10 minutes. That's half distance. You're looking good for fuel. The reactor bridge behind is increasing. It's now 9.9. Oh, die werden auch gleich abbiegen. Wollen wir nicht mehr lange welche vor uns. Really? Really? Überall slow. Die werden jetzt alle ranfahren müssen. Na komm, du bist auch rechts. Was noch ein Crash geworden hier. Und erster. Again.
window closes in 1 minute. Oh, wieso fährt er denn in die Boxenkasse? Jo, aber Zeit, ne? Müssen wir hier nochmal ein bisschen rankommen. Aber nicht mal das schafft er. So richtig. Motor still on, disengage it. Pit exit's clear. Got 10 minutes of fuel remaining. Roach behind is pitting now. Na, das fährt auch in die Box auch noch, ne? Oh, sorry Leute, das ist echt ein bisschen langweilig. Ist ja nicht wirklich herausfordernd. Schade. Aber das Doofe ist, ich kann die adaptive KI nicht umstellen. Muss leider die ganze Serie hier durchfahren. Bisschen doof. Schade, dass immer nur das zweite Rennen interessant wird. Und die KI dann ein bisschen stärker wird. Dann ändern. Bisschen schade bei Race Room, dass man die Stärke nicht während des Championships verändern kann. Ja, aber so ist das. Jetzt sind wir schlauer. Aber jetzt nebenbei schon ein anderes Championship angefangen. Andere Rennserie. Und zwar die ADAC GT Masters 2013. Und da habe ich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 95% KI-Stärke eingestellt. Ja, da geht es also deutlich besser zur Sache, muss ich sagen. Pendel war so ein bisschen zwischen 95 und 100. Moment, so mein Niveau, was ich da habe in Race Room. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde weiterhin auf 100 fahren. Das ist ein sehr angenehmes KI-Level. Auch sehr herausfordernd. Ja. Kommt also noch einiges. Einige Rennserien will ich hier noch durchspielen. Na, vor allem die ADAC GT Masters 2013. 14 und 15 gibt es, glaube ich. Ich glaube, drei Stück waren das. Ja. Die will ich auf jeden Fall noch durchspielen. Ja, und dann mal gucken, wie wir weitermachen. Die WTCC-Rennserie finde ich ganz geil. Mit den Fronttrieblern. Das ist ganz witzig gemacht, wie ich persönlich finde. Ja, noch mal gucken, vielleicht mal so ein Porsche Cup oder sowas. Gucken wir mal, was da noch kommt. Haben also noch einiges zum Rumprobieren auf jeden Fall.
Also Race Room werde ich noch einige Zeit weiter machen. Ja, F1 2017 habe ich erstmal ein bisschen nach hinten geschoben, weil jemand Race Room ein bisschen interessanter finde. Immer Formel 1 ist auch langweilig. So, also machen wir ein paar Rennserien hier nochmal. So, 2 Minuten haben wir noch. War schon krass, selbst wenn ich hier die Gänge sie so schlecht fahre, ey, immer noch keine Chance irgendwie, um mal schneller ranzukommen. Das kann man ja nicht mal Short-Shifting nennen, ja, was ich hier mache. Immer 2 Gänge überspringen. Ja, ich glaube, so ein langweiliges Rennen hatten wir, glaube ich, noch nie. Das ist ja unglaublich. Das ist ein bisschen schade. Na gut, letzte Runde jetzt. Gehen wir mal ein bisschen Gas. So, einmal letzte Kurve nochmal. Dann sind wir im Ziel. Okay, Chris, 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Sieg, Sieg, Sieg! Well done, mate. That was absolutely perfect. Great win. Ja, kam auch nicht viel gegen mir. Leider. Ja, Podium, erster Platz. So, können wir uns auch natürlich absetzen. Als Erstplatzierter. Gut, dann hoffen wir mal, dass das nächste Rennen mal ein bisschen spannender wird. Und los geht's. Heads up, we're going green. Green, green, green. Jetzt verloren. Oh, endlich ist die KI ein bisschen stärker. Unglaublich.
right. Clear right. Come on, BB power. Still there. Clear left. Go left. Clear left. Just ignore him, he'll go away. Stuck. He's now leading the 8. Side. He's still there. Hold your line. Clear left. Bisschen Kampflinie fahren hier. Oh, das haben wir ein Rennen hier. Wir sind ein bisschen besser. Den Mount schalten können. Ludwig klingt mir am Arsch. Oh, da bremst ihn nicht stark. Oh, Scheiße. Bin mal gespannt, ob ich jetzt nochmal rankomme. Rechtes Gas, Kollege. Was machst du denn da, sag mal? Alter, du rennst ja plötzlich, ey. Mitten auf einer Ideallinie. Ja, nur weil er in die Box fahren will. Unglaublich. Und ich krieg eine Warnung wegen Abkürzen. Ja. Anstrengen hier. Wahnsinn. Still there. Leader is now in the lead. Still there.
left, clear left, yellow flag, the leader, Miele, is pitting. Oder dreht sich einer vorne? Voll sogar. So, einstellen lassen wir so. Ja, schön durch die Autos durch. Upsala. So ein bisschen zu früh. So, dritten Platz haben wir aktuell. Ich denke, durch unsere Boxenstopp-Strategie werden wir als erster vielleicht rauskommen. Mal gucken. Und auch nicht. Da hat einer eine bessere Strategie. Zwei sogar. Obwohl besser nicht. Wir waren noch ziemlich weit hinten. Da kommen noch ein paar. Alles klar. Sehr gut. Ein paar zu überholen. Stehen da. Zack. Okay, Chris, that's half distance. You're looking good for fuel. Gleich zwei Plätze gut gemacht. Danke, Team. Und stopp. Falschen Gang irgendwie in der Kurve. Kann ich mal nochmal einen runterschleusen. Schieben wir uns vorbei, eventuell. Ein bisschen übermütig. Und hat geklappt. Ash. Ash ist aber in der Box. Könnte sein, dass wir gleich den ersten Platz übernehmen. Feucht ist mir auf keinen Fall weit vorne. Er wird jetzt an die Box fahren. Ups, Alter. Oh, da ist Bila. Bila wird die Führung übernehmen. Und wir auf Platz 2. Damit sind wir auch dran. Oh, bremst hier aber stark. Zweiten Gang runter in der Kurve. Alright, Chris, keep out on the pressure. Make a mistake. You're slower than us in two the first chicane. Oh, na, bremst du dich ab, ey. Wahnsinn. Jetzt nochmal. Komm on, Kollege, gib Gas. Ja, kommt die Audi-Beschleunigung. Da können wir nicht mithalten. Da merkt man es jetzt und tschüss. Da ist er weg. Boah, von hinten kommt auch ein Audi. Gas, Bila. Oh.
Bremst der denn da auf einmal? Sag mal. Still there. Ah. Still there. Clear left. Okay, Chris. Behind this car destruction. Car left. Keep pushing. We're not getting back. Car left. Alles schneller als ich. Stuck. 204.76. Clear left. The next car is stuck. Left side. E3. Keine gute Idee, zu dritt in der Schikane. Aber wir können davon profitieren. Kurzzeitig, sehr gut. Führung übernommen. Jetzt ist absetzen. Scheiße, nicht aufs Rasen. Boah, sieht man es echt, der Audi ist echt stark. Oh, er will sich hier vorbeischieben, ist nicht. Noch eine Kampflinie. Absetzen. Sehr schön. Wird ja doch noch mal ein bisschen spannend. Unerwartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gap 2, stuck behind as it creeps in. It's now 2.9. Watch those track limits. That's 2 minutes left. 2 minutes. Also oben rum kommt beim BMW nicht mehr so viel. Hier sind die anderen auf jeden Fall schneller, wie man gesehen hat. Oh Scheiße, zu früh gebremst. Zu spät, Mann. Kacke. Müssen wir den langen Weg nehmen. Damit haben wir das auch gleich gewonnen. Sieg, Sieg, Sieg. Nicht so anspruchsvoll, dummerweise. Na gut, Podium wieder geschafft, erster Platz, sehr gut. Ordentlich Vorsprung. 49 Punkte, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Gut. Hoch. Kurz und knapp. Ja. Erst Rennen war natürlich sehr langweilig. Dummerweise. Ja.
Wie gesagt, ich finde es echt doof, dass man das nicht umstellen kann. Wenn man sich da echt verschätzt mit der KI-Stufe. Das ist dann doch ein bisschen doof. Nimmt meiner Meinung nach so ein bisschen die Spannung. Ja. Ist so, können wir nichts ändern. Gucken wir mal, wo das nächste Rennen stattfindet, auf welcher Strecke. Werden nochmal die Flaggenregeln eingeblendet. So, nächstes Mal in Spa. Auch eine sehr schöne Strecke. Das wird auch ganz nice. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es nicht so spannend war. Freue mich immer wie über ein Abo oder ein Like oder einen Kommentar. Und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis denn. Ciao.